Hm, guten Morgen, da sind wir wieder. Zweiter Handelstag der Woche und Blick in die Märkte heute. Im Hintergrund steht es geschrieben, Goldman Sachs verdirbt die Stimmung im Euro-US-Dollar. Das war gestern. Ich dachte gestern der Tag schön, der Euro nach oben gelaufen. Ha, hat mich gefreut, auch im eigenen Portfolio. Und plötzlich, zack, schmiert das Teil einfach ab. Ja, da habe ich eine Weile gesucht, was los war. Und habe auch gefunden, was unter anderem äh, dafür gesorgt hat, dass der Euro-US-Dollar gestern ordentlich eins auf die Mütze bekommen hat. Goldman Sachs hat gesagt, dass dieses Wiederaufflammen äh, des Covid-19-Virus in den USA die Wirtschaft mal wieder ja, an den Rand drückt. Das war die Meldung. Ja? Das war gestern der Druck. Wir schauen gleich, was im Chart entsprechend passiert ist. Aber diese Meldung für sich genommen bedeutet allerdings auch etwas, naja, wie will man das ausdrücken? Für die Märkte möglicherweise Positives. Denn was wir seit geraumer Zeit nicht gesehen haben, waren erstens Stützungsmaßnahmen der Notenbank. Und da hatte ich ja gestern schon gesagt, äh, dass Paul seine Arbeit für Trump ja schon mehr oder weniger eingestellt hat. Paul hat ja vor äh, der, äh, der Wahl in den USA nichts mehr gemacht, sozusagen, mit äh, der FED. Ähm, aktuell auch nichts. Ne? Es gibt ja auch keine Pressekonferenz. Wir haben zwar diese Woche ähm, eine ähm, Herausgabe aktueller Daten bzw. Informationen der Fed, aber es gibt keine PK in diesem Zusammenhang. Äh, ich denke, es wird jetzt so langsam Zeit, dass es hier weitergeht, dass die nächsten Schritte geplant werden. Und was natürlich auch nicht gekommen ist, sind die Stützungsmaßnahmen seitens der Regierung. Ja? Trump hat ja seit äh, der Wahl auch überhaupt nichts mehr gemacht. Alle Wirtschaftsstützungsprogramme wurden nach der Wahl verschoben. Ob Trump sich jetzt hingibt und noch was macht sei dahingestellt, ich weiß es wirklich nicht. Fürs Land wäre es möglicherweise gut, äh, dass hier Stützungsmaßnahmen kommen, äh, denn die aktuellen Corona-Fälle in den USA, die hinterlassen schon äh, auch durchaus Spuren. Sonst hätte Goldman Sachs diese Meldung auch nicht gebracht. Möglicherweise kommt da noch was vor Bidens Machtübernahme äh, im Januar, am 20. Januar, soweit ich weiß, zieht er dann oder übernimmt er ganz regulär die Amtsgeschäfte. Es ist ja jetzt auch amtlich, Trump hat auch gesagt, er wird sozusagen den Wechsel äh, in die Wege leiten, auch wenn er weiterhin davon ausgeht, dass äh, das ganze Wahlbetrug ist, wird jetzt sozusagen. Der Wechsel an der Spitze vorbereitet. Biden bekommt Zugang in die Amtsgeschäfte und dann kann die Arbeit so Stück für Stück losgehen. Das ganze Thema hier ähm, ist natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr relevant, auch für die Währungen. Ja? Und wenn wir uns mal anschauen, Währungen, ich hatte es ja auch schon gesagt, mit dem Blick in das, was auf ja, den Jahreswechsel auf uns warten kann, wenn Biden auch an die Macht kommt. Wird es so sein, dass es weiter deutlich stärkere Unterstützungsmaßnahmen gibt? Und das wird dann möglicherweise das Bild vom Euro bzw. vom US-Dollar weiter äh, sozusagen fortschreiben, dass der äh, US-Dollar weiter geschwächt wird und sich weiter nach unten entwickelt. Das ja doch durchaus positiv für die US-Wirtschaft ist, denn da werden die US-Produkte einfach billiger äh, für die Länder, die das Ganze exportieren. Und das ist auch für uns Deutsche gar nicht so schlimm, weil. Ähm, äh, wir können davon ja unter Umständen auch profitieren. Na klar, blöd ist es natürlich immer dann, äh, wenn unsere äh, sozusagen Exporte dann exorbitant teuer werden und sich die keiner mehr leisten kann. Das ist ein anderes Geschäft. Aber wir schauen mal, äh, was aus dem Ganzen wird. Ähm, und von der Seite her wird das Ganze, denke ich mal, doch irgendwo positiv ausgehen, denn ähm, es ist ja immerhin der Fokus der Regierungen weltweit, dass die Wirtschaft weltweit auch ähm, nicht weiter an Schwung verliert und deshalb tut man auch alles, um das Ganze zu stützen und das würde dann wieder in das Bild schauen, dass wir hier den Euro auf dem steigenden Ast haben, aber das gleich mehr dazu <laughs> entsprechend ähm, in den äh, Chats. Jetzt habe ich mal kurz noch eine Frage zu Zoom. Ich habe heute nochmal in Zoom äh, einen neuen Versuch gestartet. Ich habe ein bisschen was umgestellt hier. Thank you. In die Richtung der Kameraübertragung. Beim letzten Mal war die Kameraübertragung zwar da, Ton war gut, aber das Bild war sehr, sehr verschwommen und deswegen würde mich heute mal interessieren, ob man mich in Zoom zum einen wieder klar und deutlich hören kann und zum anderen, ja, ob der Übertrag durch die Kamera aus dem Studio hier heute in Zoom auch gestoffen scharf ist. Wenn nicht, dann äh, mache ich den Übertrag gleich wieder so, wie wir das immer haben. Dann machen wir hier weiter. Ich sehe schon auch viele Guten Morgen-Grüße auf Facebook. Das freut mich sehr. Also, Bild und Ton ist gut, bekomme ich gerade zurück. Okay. Zoom-Ton gut, Kamera gut, alles klar, das passt schon mal, äh, weil hier sehen jetzt auch meine Zoom-Zuschauerinnen und Zuschauer genau das gleiche wie die Facebook-Zuschauer äh, und diejenigen, die das Video im Nachgang schauen, das passt, das freut mich wirklich sehr, visuell ist das Ganze doch dann anders aufgestellt. Gut, wir machen weiter an dieser Stelle mit dem Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das besprochen und dann können wir auf die Nachrichtenlage schauen, wir wir sehen es heute aus Deutschland schon mal richtig gute Nachrichten zum Thema Bruttoinlandsprodukt. Die aktuellen Zahlen liegen hier bei 8,5, die vorherigen waren bei minus 9,7. Das ist wirklich sehr positiv von der Zahl her, lag sogar noch über den Prognosen. Das ist also eine, ja. Entwicklung, die gefallen kann für den Oktober. IFO Geschäftsklimaindex äh, gibt es dann um 10 Uhr. Um 15 Uhr spricht EZB-Präsidentin Lagarde. Ja, und dann haben wir am Nachmittag dann noch das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA. Und da wissen wir, wie wichtig das Verbrauchervertrauen für äh, sozusagen die Uh, US-Wirtschaft auch ist und wenn dort uh, gute Zahlen stehen, überraschende Zahlen stehen, wäre das natürlich sehr, sehr positiv. Gerade auch jetzt uh, für das anstehende Weihnachtsgeschäft ist das exorbitant wichtig, denn wenn die Verbraucherverstimmung Stimmung schlecht ist, ja, wenn es da eine Verstimmung sozusagen gibt, wäre das, uh, sage ich mal, oder sind Rückschlüsse drauf zu ziehen, dass man sagt, okay. Kann jeder an sich selber denken, wenn man nicht so rosig in die Zukunft blickt, gibt man denn da wirklich jetzt zu Weihnachten viel Geld aus oder schaut man einfach irgendwie, wie man es übersteht und hält die Kohle sozusagen beisammen? Ist die Stimmung allerdings gut? Geht man davon aus, dass alles fein weitergeht, die finanzielle Grundlage weiter da bleibt? dann ist man doch ganz, ganz anders mit dem ja, Weihnachtsgeschäft unterwegs. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die nächsten Daten, die wir dann bekommen, die kommen äh, nächste Woche. Und zwar nicht von irgendwelchen ganz hochoffiziellen ähm, Quellen, äh, sondern ganz einfach Black Friday. Die Black Week ist ja schon da. Black Friday gibt es diese Woche Freitag. Dann haben wir ja noch den Montag hinten dran, äh, den Black Monday, äh, wo viel, viel läuft. Dieses Jahr möglicherweise deutlich mehr über die Online-Kanäle, weil viele Geschäfte ja gar nicht so offen sind, beziehungsweise gar nicht so viele Menschen reinlassen können, äh, wie das in den letzten Jahren äh, der Fall gewesen ist. Also bin gespannt, was hier kommt, äh, wie die Auswirkungen sind. Aber wir sollten das Ganze auf der Uhr haben. Wie schon gesagt, die ersten äh, Voraussetzungen, die bekommen wir heute Nachmittag dann. Um 16 Uhr zur ja, Vervollständigung des heutigen Tages. Also es gibt die Herbstprognose von den Briten. Offen steht hier irgendwann im Laufe des Tages. Und bei den Briten übrigens auch positive Meldung. Äh, Großbritannien äh, geht jetzt aus dem Lockdown Schritt für Schritt raus. Die Lockerungen kommen jetzt wieder. Ähm, das sollte sich dann positiv auch auf die Wirtschaft möglicherweise auswirken, sofern es keine dritte Welle dadurch gibt. Aber das ist erstmal ein positives Bild was wir hier haben. Und äh, wenn das Ganze sich vernünftig entwickelt, immer äh, sozusagen mit dem ja, gehobenen Zeigefinger hier, äh, dann muss man einfach sagen, könnte das durchaus für die britische Wirtschaft wieder Schwung bringen und das Ganze hier für das nächste Jahr deutlich. Der Ausblick sein. Also, das zu den Nachrichten. Jetzt schaue ich mal kurz rein, ob wir heute hier Fragen haben. Ich sehe schon, britischer Fund, US-Dollar haben wir da, US-Dollar kann Dollar passt auch. Da gucken wir rein. Das haben wir auf der Uhr. Dazu, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Euro, US-Dollar haben wir da geschrieben. Auf Facebook habe ich es auf alle Fälle, dass wir heute noch über äh, den Aussie-Dollar sprechen, also austral dollar US-Dollar. Wir blicken heute nochmal in Gold. Wir hatten gestern eine Frage zum Gold und ich hatte gesagt, wir müssen wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze äh, hier sozusagen ähm, ja, entwickelt. Gestern gab es dann den Ruck unten drunter unter einem wichtigen Unterstützungsbereich. Ähm, damit wurde zumindest mittelfristig erstmal der Weg nach unten geebnet. Wie es jetzt weitergeht, wir gucken uns den Chart entsprechend später an. Wie schon gesagt, Wunschmärkte sehr, sehr gerne auch. Von der Seite her gehen wir jetzt mal rein in die Charts. Ich öffne hier den Stereo Trader. Ich habe im Stereo Trader für den einen oder anderen, der hier neu dabei ist. Wir haben ja immer wieder neue Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke auch dafür fürs Herkommen und dabei bleiben. Es lohnt sich immer wieder. Haben wir immer wieder neue Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wenn ich die Charts hier an, beantrachte, das ist der Meta Trader hier, den wir auf der Uhr haben. Und da arbeite ich nicht mit dem klassischen Meta Trader, sondern bei Tickmill gibt es Stere den Stereo Trader ähm, kostenfrei für alle Kunden dazu. Äh, und dazu kann man beispielsweise auch noch Add-ons raufpacken. Hier beispielsweise das MTO in Live-Signal. Wer dazu Fragen hat, gerne auf mich zukommen. So, wir blicken jetzt gleich mal in die Charts und wir starten durch hier mit dem Euro-US-Dollar. Den haben wir hier an dieser Stelle. Ja, da habe ich gestern äh, nicht schlecht geguckt. Ich hatte es ja schon äh, auch avisiert und was ich auch gesagt hatte, äh, ist die Tatsache, dass wir hier sozusagen gestern die Meldung von Goldman Sachs hatten und was da passiert ist, das sehen wir hier relativ leicht. Schaut euch mal diese Kerze an. Ich hatte da so ein bisschen ein bisschen ein Déjà-vu, äh, weil wir hatten ja sozusagen am Montag, also gestern den nächsten Covid-Montag, ja, den dritten in Folge sozusagen, die letzten drei Monate gab es immer wieder irgendwelche positiven Meldungen um Covid-19, um das Thema Impfstoffe, so gesehen auch gestern wieder. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was hier los gewesen ist, hier vor drei Wochen, ähm, tja, rein in den Widerstand um die Marke von 1,19 zack. Ordentlicher Abverkauf. Und dann gestern rein in den Widerstand um 1,19 zack ordentlicher Abverkauf. Na? Da fragt man sich, Mann, 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 was ist denn hier los? Wie geht es denn jetzt weiter? Und an dieser Stelle wird Zeit, dass wir uns mal das Chartbild genauer anschauen. Und wenn wir uns das Chartbild hier an dieser Stelle wirklich gut anschauen, heißt das Nummer eins: Diese Kerze, ja, diese Kerze hat sehr, sehr ausladende Schatten. Klar, die Oberseite haben wir gesehen. Die Oberseite ähm, hat den, den Widerstandsbereich hier oben äh, berührt und ist danach direkt abverkauft worden. Ähm, das heißt für uns auf der Oberseite, wenn wir jetzt hier die Umkehr bekommen. Ganz klar, das Level hier oben um die 1,19 ist eine harte Nuss. Ja, das ist schon mal ganz klar. Und wenn wir da oben wieder reinlaufen, also wir haben, wenn wir hier rumdrehen und nach oben laufen, natürlich die Chance, oben reinzulaufen. Hier gestern über das Zwischenhoch bei ja, etwas über 1,1905 zu laufen ähm, und dann die Oberseite durchzugehen. Und wie schon gesagt, hier drüben. Ja, Moment, jetzt muss ich mal schauen. Hier oben in dieser Stelle, ähm, das ist der wichtige Bereich, den wir hier brauchen. Das ist oben die 120, 115, Ja, Der Weg ist dann frei, wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen. Und das ist das interessante Geschehen. Bis dahin ist aber noch verdammt viel Luft und dieser dicke, dicke Widerstandsbereich nicht drin. Auf der Unterseite müssen wir auch eins sehen. Wir haben hier unten, ich habe das mal aus dem untergeordneten Zeitbereich jetzt schon hier oben reingeholt. Das, was wir hier sehen, dieses Level um die 1,1815, das ist ein Unterstützungsbereich. Jetzt kann man sagen, gewesen oder ist es wieder, wir sind wieder drüber. ja. Also es gilt noch als Unterstützungsbereich. Auch wenn wir hier gestern deutlich drunter gerutscht sind, der Markt kam ja auch wieder zurück. Das heißt, dieses Level hier. Hält, sollten wir deutlich drunter laufen? Wir gehen gleich auch auf die kleineren Zeiteinheiten, also die magentafarbenen Linien, die hier drinnen liegen. Die sehen mit Blick jetzt in den Tageschart aus wie einfach nur reingewurschtelt, auf Deutsch gesagt. Ähm, aber die haben ihre Bewandten. Das sehen wir gleich in der kleineren Zeiteinheit. Hier im Tageschart kommt sozusagen dann der nächste Punkt zum Tragen, und zwar das Level hier unten, die 1.1745. Das ist das Tief was wir hier im Tagesschat drin liegen haben. Und das ist der wirklich wichtige Bereich an dieser Stelle. Denn hier unten ist das Zwischentief und sollten wir tatsächlich dort unten reinlaufen und auch drunter laufen, dann öffnet sich der Weg nach unten. Das ist dann allerdings schon ein sehr, sehr negatives Szenario, was der Markt dann spielen würde. Aber wir müssen ja auch schauen, was kommt. Wir wissen ja nie, wie es kommt. Und deswegen brauchen wir die Orientierungspunkte auch unten. Aber ich sag mal, selbst mit diesem Bild, was wir jetzt hier an dieser Stelle haben, hier unten, dieses Level 1,17,45, ist bei den hohen Schwankungsbreiten durchaus eine Marke, die anlaufbar ist, ohne, wohlgemerkt ohne. Das große Gesamtbild hier an dieser Stelle kaputt zu machen. Das heißt, wenn wir uns das große Gesamtbild mal ähm, kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle, müssen wir mal kurz schauen. Hier das Ganze, was ich damit meine, wäre wirklich hier dieser Aufwärtsschwung nach oben. Dann hatten wir hier die korrektive Phase. Jetzt sind wir wieder hochgelaufen in den Widerstand. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir hier das Zwischentief gesehen haben und dann oben drüber laufen, ist alles okay. Sollten wir allerdings hier. Unten drunter laufen. Tja, dann geht's halt nach unten weiter. Und dann kommt zuerst dieser Bereich hier, um die 1,1745 zu tragen. Und darunter, ja, dann ist der Weg halt frei. Hier unten rein. Ja, das muss man so ein bisschen auf der Uhr auch haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist, wie es ist. Die Punkte sind da. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man immer so schön. Und das Aufwärtsbild ist da. Und ich hatte ja vorhin in den Vorworten schon gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich äh, sozusagen weitere Unterstützungsmaßnahmen für die US-Wirtschaft bekommen sollten, dann wäre es sehr, sehr interessant zu sehen, ob der Euro das macht, was er in der Vergangenheit, also in der nahen Vergangenheit auch gemacht hat. Denn die ganzen Stützungsmaßnahmen haben zu dem hier geführt. Die haben den US-Dollar geschwächt und den Euro nach oben geschoben. Euro, US-Dollar. Und wenn wir uns das Ganze hier jetzt mal in größerem Bild anschauen, ja. Das wäre jetzt mal das Interessante zu sehen hier an dieser Stelle, denn dann haben wir tatsächlich hier, kurzen Augenblick, ich fange mal an hier ein bisschen rumzumalen, eine Art Kontraktion unten drunter. Also hier, das wäre mal sozusagen der erste Rutsch nach unten, das der zweite hier, möglicherweise gibt es da noch einen dritten und dann der Schub nach oben. Das wird sich zeigen. Von der zeitlichen Relation her würde das tatsächlich auch zu dem passen, Amtsübergabe an beiden und dann <laughs> entsprechend die deutlich stärkeren Wirtschaftsunterstützung als hier bei uns in Europa, in den USA. Das schwächt den US-Dollar deutlicher. Möglicherweise, so ist es ja in der Vergangenheit jetzt auch gewesen, hier in diesem, in diesem, in diesem Weg nach oben hin. Und wenn das wieder kommt. Das wäre wirklich sehr, 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 sehr interessant. Denn ähm, was wir hier an dieser Stelle auch haben, ist ja wirklich, wenn wir uns dieses größere Bild mal anschauen hier, ne, da bekommen wir natürlich hier Nummer 1, der Drehbereich um die 1,18,5, beziehungsweise hier oben dieses Level um die 1,19. Wenn wir uns dieses Gesamtkonstrukt mal anschauen wollen, ähm, dann haben wir hier im größeren Bilde sozusagen. Eine Formation, die in irgendeiner Art und Weise an ein W erinnert. Und das äh, läuft immer wieder da oben ran. Und wir sehen es hier oben. Da ist halt der Bereich um die 119 aktuell das, was zu knacken gilt. Und wenn es da drüber fliegt, das wäre dann natürlich hier das schöne Zeichen dafür, dass die Longseite weiter auch ausgespielt wird. Aber das ist alles längerfristig. Wir schauen jetzt aufs kurzfristige Bild. Ich klicke mal hier in den <laughs> 4-Stunden-Chart rein und dem 4 Stunden Chart sehen wir halt ganz klar, was los gewesen ist. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen an hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, schaut, das war die Aufwärtsbewegung nach oben hin von diesem Zwischentief hier um die 1:17:45 und gestern durch diesen starken Rutsch kam es halt dazu, dass diese grüne letzte Aufwärtsbewegung halt rausgenommen wurde, ja? Wir haben auch hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal im kleineren Zeitrahmen anschauen wollen, diese Aufwärtsdynamik rausgenommen. Ne? Wir sind hier unter die 1,1850 drunter gelaufen. Das war hier ein Haltelevel, hier ein Haltelevel, da ging es runter. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie es weitergeht. Fängt sich der Markt gleich wieder oben rauf und wir gehen hier sozusagen schön oben rein. Ganz klar, nächstes Ziel auf der Chartoberseite hier oben das Zwischenhoch um die 1,1905. Fallen wir allerdings runter, das wäre dann quasi genau der Weg, den ich hier vorhin äh, schon mal avisiert hatte. Das nach unten sozusagen, das hier, wenn wir da drunter fallen, dann haben wir den Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart und dann wird es halt relevant, wie es weitergeht. Und dann kommen halt diese Level aus dem kleineren Trendverlauf rein. Das heißt hier die kleinen Zwischentiefs um die Marke von 1,1787. Auch hier, das ist genau in so einem Wechselbereich, ne, in so einem Umschwungbereich gekommen und dann hier das erste zwischentief aus dieser gestarteten Aufwärtsdynamik da hätten wir dann die 11759 das ist der Bereich den wir hier haben bevor wir dann die 11745 haben das wäre im Endeffekt alles noch im Rahmen der Aufwärtsbewegung das wäre einfach nur noch mal eine kleinere Ausweitung der Korrektur solange wir kein tieferes Tief machen wäre da aus dieser Art und Weise alles in Ordnung, auch für die Longseite, aber für die Kurzfristdrehter ist es halt interessant, denn wenn wir sehen, dieser Schub nach oben dreht rum, hier in diesem Drehbereich auch, der ist ja momentan wirklich sehr, sehr wichtig, wenn wir hier kurzfristig Schwäche reinbekommen, dann, und jetzt schauen wir nochmal kurz eine Nummer kleiner... Gehen wir mal in den 15-Minuten-Chart, dann sehen wir hier natürlich, wie der Markt schön nach oben läuft, hier an dieser Stelle. Und wenn man sich dieses Chartmuster mal anschaut hier, wenn man das mal oben reinlegt, dann sieht man schon, ähm, dass die Unterseite deutlich steiler verläuft, als es die Oberseite tut hier an dieser Stelle. Also ob man jetzt äh, sozusagen die zwei unteren Linien verbindet oder hier äh, sozusagen das engere Bild nimmt, spielt keine Rolle. Wir haben hier quasi eine, sag ich mal, steiler verlaufende Unterkante. Das ist so ein bisschen was von Keil, ja. Und das ist jetzt das, was wir hier sehen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Hier trendet der Markt nach oben. Und wenn das Ganze gebrochen wird, unten rausgeht, dann liegen die Anlaufpunkte halt kurzfristig auf der Unterseite. Und das wäre dann zunächst mal, ne, hier sind wir ja gerade nach oben abgeprallt, um die 1,1947, dann wäre der nächste größere Anlaufpunkt mal hier unten dieses Level um die 1,8339 zu sehen, beziehungsweise dann hier das Zwischentief hier unten ganz grob. Gesagt die 1, naja, 18, 30, 33 rum in etwa, die nächsten Anlaufpunkte hier auf dem Weg nach unten, wenn der Ausbruch tatsächlich kommt. Das ist jetzt kurzfristig, das ist für Stage Trading. Bitte, der Markt kann hier runterrutschen und dann heute Abend trotzdem hier oben stehen, ja, das kann alles passieren. Deswegen das wirklich die Kurzfristseite. Wenn das Ganze weiter nach oben läuft, muss ich für die Kurzfristigkeit auch noch reinbringen. Nächster Anlaufpunkt hier auf der Oberseite, ganz klar der Dreh- und Wechselbereich hier oben. Da hat man das Zwischentief gehabt hier, so in etwa die Marke von 1,18,63 bis 1,18,65 hier oben in diesem Schwungbereich. Das ist das nächste Anlauflevel auf der Oberseite. Na klar, was muss passieren? Wir müssen hier oben drüber. Das heißt, der Trend, den wir hier oben am Laufen haben, der muss auf alle Fälle mal weiter nach oben Bestand haben. Das würde auch beinhalten, dass dieser Ausbruch aus dem Keil tatsächlich vollzogen wird. Ja? Und dann kann der ja bis runterlaufen. Er kann ja hier unten bis in dieses Level reinlaufen mit die 1,18,33 und dann nach oben zu laufen. Das wäre einfach wirklich nur, und das ist der Grund für das kurzfristige Daytrading. Das ist nur der Rückschnapper hier. Unten rein und dann wieder hoch. Alles möglich. Von der Seite her braucht man diese Punkte zur Planung. Und die haben wir jetzt hier miteinander besprochen. So, wir schalten um, äh, bleiben bei den Währungen und zunächst erstmal beim Austral-Dollar, US-Dollar. Da hatten wir ja schon äh, regelmäßig hier die Wechselsituation miteinander besprochen. Und das, was hier momentan passiert, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. <laughs> Muss ich wirklich sagen. Also, was ich hier sehe, ist einer meiner, äh, sage ich mal. Gern gesehenen Chartmuster. Ähm, diejenigen, die hier schon auch äh, mich eine Weile beobachten, es gibt so das, sind auch so, das sind auch so wichtige Themen in den Ausbildungen, die ich regelmäßig mache. Äh, die nächste findet übrigens am 12. Dezember statt, äh, als Online-Ausbildung. Ähm, das Verhalten der Marktteilnehmer hier oben. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar, ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart rein. Und im Wochenchart sehen wir halt etwas, das ist, ja, muss ich sagen, extrem wichtig, dass man solche Phasen auch beachtet. Denn äh, äh, wer nicht versteht, wie eine Umschwungphase funktioniert und auch nicht versteht, dass das manchmal ein bisschen länger dauern kann, äh, der wird hier in diesen Phasen, wie sagt man so schön, gegrillt wie ein Hähnchen und irgendwann gibt man auf und gibt die Position her, nur um dann ein paar Wochen später zuzuschauen, wie der Markt schön in seine Richtung läuft. Ja, und das sind wirklich die Punkte. Ähm, das sind die Trades, die wirklich oft wirklich wirklich richtig gut laufen. Und warum? Welches Potenzial haben wir denn hier? Und da sage ich an dieser Stelle immer. Das Potenzial zu suchen ist extrem wichtig. Denn wenn wir uns diesen Chart mal anschauen wollen, sehen wir, dass wir durchaus... Ich muss nochmal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Hier an dieser Stelle sehen wir, dass der Markt nach oben will. Ja? Und woran erkennen wir das? Ganz klar. Da müssen wir uns nur wieder auf den Trend beziehen. Ja? Und ich weiß an dieser Stelle... Ähm, an diesem Punkt, Moment, 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 wo ist das Zeichentool? Da haben wir es. Schaut mal. Ich zeichne jetzt nur mal das letzte Stück vom Wochentrend ein. Ja? So, Freunde, was ist das? Ja? Dieser Trend ist gebrochen. Hier hat sich untergeordnet der nächste Aufwärtstrend gebildet, der jetzt korrigiert hat und jetzt nach oben läuft. Hervorragend. Was sehen wir noch in der Woche? Schaut euch das mal an. Hier schön steigenden Markt, der hier oben seinen Deckel hat. Ja, und wenn dieser Deckel fliegt, haben wir zunächst erstmal das Potenzial für die Anstiege hier oben rein in dieses Drehlevel hier drüben. Ne? Diese Marker hier drüben, die sind da wichtig. Schaut euch das mal an. Das sind Wendebereiche, die sind extrem wichtig. Und hier sind wir schon reingelaufen und wenn wir hier jetzt die Konsolidierung unter diesem Muster haben und keinen Verkaufsdruck sehen, dann sagt uns das doch schon ei, da will keiner mehr verkaufen. Ja? Und wenn plötzlich nur noch Käufer da sind, haben wir gute Chancen, dass die Kurse steigen. <laughs> so einfach ist das. Und deswegen der Blick hier ins große Gesamtbild und jetzt gehen wir zurück zum Tageschart und das ist das, was ich meine. Hier oben sammelt sich der Markt. Er kontrahiert, ja. Wie beim Sport. Bizeps, Curls, eine Kontraktion, ja. Und irgendwann ist gut. Und wenn die Kontraktion hier zu stark wird, dann schiebt es den Markt nach oben weg. Und das ist das, was dann läuft. Das heißt, hier die 0,73,40 sind sehr wichtig. Wenn wir da oben drüber fliegen, dann ist der Weg frei. Erstmal hier zum Hoch bei 0,74,15. Und wenn dieser Widerstand gekauft wird, Guys, dann ist der Weg nach oben frei. Und da müssen wir in die Woche schauen, wo die Anlaufmarker sind und die sehen wir. Ja? Ohne dass wir die jetzt mit Zahlen äh, sozusagen belegen müssen, sehen wir schon, sie sind da. Und wir können wie ein guter Verkäufer äh, sagen, also was macht denn ein guter Verkäufer? Ja? Ein guter Verkäufer hat nur die Produkte im Angebot, die die Welt auch will. Ja? Das heißt, ich kaufe ja nichts, wo ich genau weiß, da kommt keiner mehr, der mir das abverkauft oder abkauft, sondern ich kaufe ja als guter Verkäufer nur die Dinge, die ich mit einer guten Wahrscheinlichkeit abgeben kann. So, und wenn wir jetzt mal schauen, wer in der Warteschlange mit Kauforder steht, ne? das wären zum einen mal hier die Jungs an dieser Stelle, hier oben, die Trendfortsetzung, und das nächste hier. Es gibt doch Leutchen, die sichern ihre Long-Positionen, ihre Short-Positionen irgendwo ab. Und da haben wir doch schon einige Marker drinnen stehen, an denen es durchaus relevant sein könnte, dass da irgendwo jemand liegt mit einer Short-Position und sich sagt, okay, wenn der Markt zu weit zurückläuft, dann muss ich hergeben. Ne? Und je höher der Markt steigt, je größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass hier Positionen auch aufgelöst werden müssen. Und wenn ich eine Short-Position habe und die schließen muss, was muss ich denn da machen? Wer die richtige Antwort weiß, der weiß, ja, was hier gesucht wird. Also schreibt es mal rein, mal gucken, was wird, wer hier kommt. Was muss ein Shorty denn machen, um seine Position zu schließen? Und damit kann man sich die Fragen sehr, sehr schnell selbst beantworten. Das ist der Blick in den Dollar. Und jetzt schauen wir auf Gold. Wir hatten die Goldnachfrage hier an dieser Stelle auch schon in den Chats. Jawohl, wir schauen heute auch nochmal auf Gold. Das hatte ich ja vorhin. In der kleinen Ankündigung auch schon gebracht, dass es wirklich wichtig ist, dass wir jetzt mal schauen, äh, was bei Gold wird. Ähm, ich muss sagen, ich bin im Portfolio momentan kurzfristig short im Gold. <laughs> ja, haben wir hier gestern ja auch besprochen. Wir sind hier unter eine sehr, sehr wichtige Unterstützungsmarke gefallen. Das trübt das Chartbild natürlich deutlich ein. Ich mache euch das mal ganz kurz aus und mache mal das Größere rein. Was sehen wir hier jetzt? Wir sehen jetzt hier tatsächlich im größeren Bild fallende Tiefs. Und wir sehen, entschuldigt, fallende Hochs und wir sehen fallende Tiefs. Ja. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass der Markt hier auf die Unterseite unterwegs ist. Und das dürfen wir kurzfristig nicht außer Acht lassen, weil mit dem Bruch unten drunter hat sich der Weg geöffnet. Und wir sehen das ja hier in diesem Chart. Ich lasse ja diese Chart, äh, sage ich mal, Muster, die wir hier besprechen oder die wichtigen Marker. Immer auch drinnen, weil das ist zum einen für mich als Trader wichtig, dass ich nicht immer alles neu einzeichnen muss, aber zum anderen sehen wir halt auch, was wir hier besprochen haben. Und der ein oder andere Zuschauer oder Zuschauerin, ähm, die hier zum ersten Mal dabei sind, den sage ich halt, wir schauen halt immer auch mal auf die längerfristigen Sachen, wo der ein oder andere sagt, naja, wir wollen ja hier kurzfristig traden, aber diese Stellen, die wir in den großen Zart sehen, ja, die sind ja auch fürs kurzfristige Trading interessant, denn wenn an diesen Linien Bewegung reinkommt, ja, dann bewegt der Kurs ja im Minutenchart äh, sich genauso wie im Stunden- oder Wochenchart. Ne? Wenn Gold um einen Dollar steigt, dann steigt Gold im Minutenchart um einen Dollar genauso wie im Wochenchart. Nur, wenn wir an gewissen großen Marken Bewegung reinbekommen, dann haben wir ja auch relativ gute Chancen, dass da... Viel Geld fließt und viel Bewegung reingeht. Deswegen kommt auch das Große hier an dieser Stelle nicht zu kurz. Und im großen Bild, ähm, und das ist das, was ich gestern Morgen schon gesagt hatte, wir hatten ja die Einschätzung gestern auch gehabt, äh, gestern Morgen, wo ich gesagt habe, wir müssen mal schauen, was sich hier raus entwickelt. Und jetzt hat sich etwas entwickelt. Ja, auch daran zeigt sich, dass die Geduld auch immer wichtig ist, weil wir waren gestern. Natürlich hier über diesen Widerstand noch verortet äh, unter über dieser Unterstützung sozusagen und das ist ja ein Punkt. Solange wir da drüber sind, haben die ganzen Schutzszenarien noch gar keine Relevanz. Aber wenn wir drunter fliegen, dann haben sie sie wohl, ja. Und das ist sozusagen ganz ganz wichtig, dass der Weg nach unten jetzt geebnet ist. Der erste deutliche Schub ist schon gekommen. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen hier aus, den Higher Timeframe, und mache mal kurz den niedrigeren an. Und da sehen wir hier an dieser Stelle schon, worüber ich jetzt spreche. Schaut mal, wartet mal, ich mache mal kurz das blau gezeichnete raus hier an dieser Stelle. So, da kann man das nämlich besser erkennen. Schaut mal, das hier ist der kleinere Abwärtstrend und der steht jetzt in einer ordentlichen Bewegung, die gerade korrigiert wird. Und wenn die Korrektur sich jetzt nach oben ausdehnt, ist dieser Verkaufsbereich hier um die 1850 Punkte äh, US-Dollar. Das ist dann mal der nächste Anlaufpunkt. Das ist hier. Genau der Punkt, wo es gilt. Und wenn wir dort wieder Abverkäufe sehen oder wir gar nicht erst dort rankommen, das wäre natürlich sehr, sehr interessant an dieser Marke. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier in der untergeordneten Zeiteinheit ein. Ich wechsle mal ganz kurz hier in den Stundenchart rein und da sehen wir sehr, sehr schön, wie der Abwärtstrend sich nach unten entwickelt und wir sehen hier auch den untergeordneten Trendverlauf. Ne? Und was macht er gerade? Er korrigiert gerade in einer Art Flagge. Flagge heißt an dieser Stelle, Moment, kurzen Augenblick, Flagge heißt an dieser Stelle hier das, was ich im untergeordneten Trendverlauf sehe. Also das hier. Ist so eine Art Trendkanal. Ja, ich zeichne den jetzt nur mal grob ein, also bitte nicht zu ernst nehmen, hier diese Linien, aber wir sehen es halt, hier schlängelt sich die Korrektur nach oben. Und wenn dieser Kanal nach unten verlassen wird, heißt das, der Trend nach unten ist gebrochen. Und wir sehen es halt auch, was wir jetzt hier haben. Wir haben hier oben ein Widerstandslevel liegen, hier dieser Verkaufsbereich, den wir hier haben, in diesem Level in etwa. Das ist mal so die Region, wo wir Druck reinbekommen könnten oder wenn wir drüber gehen, dass wir weiter nach oben planen können. Und wenn wir das an dieser Stelle einfach mal betrachten wollen, dann haben wir halt Potenziale zur Oberseite hin. Hier oben an das kleine Zwischenhoch, grob um die 1840, 41 hoch und dann nächster hier die 1850. Dazu müssen wir allerdings erstmal die Korrekturausdehnung weiter bekommen. Das heißt im kleineren Bereich hier an dieser Stelle, das müssen wir hier sehen, zack, da unten rein. Hier müssen wir erst einmal dort oben drüber, dass wir das Ganze fortsetzen. Und wenn wir uns das jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, Leute, dann sehen wir hier an dieser Stelle, hier, das ist der Aufwärtstrend, der hier nach oben schwingt. Ja, und wenn dieser weiter nach oben läuft, also fortgesetzt wird, haben wir im kleinsten Bereich, das ist jetzt der 5-Minuten-Chart, also das ist das, was für die Daytrader nach oben hin wieder interessant wird. Das sind die Level. Schaut mal hier, die kleinen Zwischenhochs. Da haben wir eins und das ist auch verortet in einem interessanten Bereich hier. Ne? Was haben wir hier? Wieder schön einen Verkaufsbereich, Nummer 1. Und das nächste haben wir dann hier oben. Da haben wir das nächste Korrekturhoch liegen. Hier knapp drunter auch nochmal eine Marker, die wir da haben. Also die 1836, 38 39. Das sind erstmal wichtige planbare Parameter für eine Korrekturausweitung. Wenn es allerdings nach unten rutscht, das heißt, wir hier unter dieses Level fallen, also unter die 1827, dann haben wir hier wieder den Gegentrend nach unten, dann haben wir hier einen validen Abwärtstrend, das wäre dann der Ausbruch aus der korrektiven Flagge, gesehen bitte auf den Stundentrend, das wäre dann die Fortsetzung und damit läuft dann der kleine, mittlere und große Zeitrahmen wieder in eine Richtung und das ist interessant und dann können wir uns nämlich kurzfristig auch auf die Unterseite orientieren, hier haben wir den Schwungbereich um die 1824, 25 und dann schon das Zwischentief hier unten ein Spike-Low. Bei 1821 us-dollar also das ist wirklich sehr 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 interessant für die unterseite wir müssen jetzt hier nur sehen wie entscheidet sich der markt geht es in die korrektive ausweitung oder schiebt das ganze nach unten das müssen wir entscheiden und dann haben wir so damit hätten wir jetzt das schon mal durchgesprochen und dann gehen wir kurz in die wunschmärkte da muss ich noch mal flott auf den anderen monitor schauen also wir haben die frage nach dem cable wir haben die frage nach us dollar Kanada, gold hat wir schon Euro-britischer Fund, bitte auch, die Spannung steigt. Okay. Ich gehe mal der Reihe durch. Wir starten hier mit dem britischen Pfund US-Dollar. Wer hier mich immer Cable sagen hört, das Cable ist äh, sozusagen die, ja, wie sagt man das? Ist es ein Nickname oder ähnliches? Also, das ist die Bezeichnung sozusagen äh, für das britische Pfund US-Dollar. Ähm, weiß jemand von euch, warum das so heißt? Einfach mal in die Chats rein. Würde mich mal interessieren, ob das jemand kennt, warum äh, das britische Pfund Cable heißt. Ja, das kommt aus der Geschichte. Kleiner Hinweis dazu. Mal gucken, ob jemand was schreiben kann. Wir gehen in der Zwischenzeit in. Den Chart mal rein, also hier britisches Pfund US-Dollar. Ich muss es nur mal kurz raussuchen. Da ist er, britisch Pound. Und das Ganze hier mal kurz auf den Tageschart und wir sehen es hier, ne? Schöne Long-Situation, die wir hier haben. Ich zoome das Bild mal groß. Ähm, man muss hier, äh, sage ich mal, keine äh, <laughs> Korriphäe sein, um zu sehen, dass der Markt schön nach oben trendet. Hier im größeren Bereich haben wir wirklich den Trend nach oben liegen. Und wir sehen auch, dass die kleineren Bereiche immer wieder nach oben laufen. Ich ziehe mal ganz kurz hier den Chart auf die Uhr. Ähm, für mich interessant ist jetzt, was hier an dieser Stelle passiert. Und zwar zu sehen, was hier oben läuft. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen wollen... Ja, dann kommen wir jetzt in einen extrem spannenden Bereich rein, denn hier oben, ähm, das ist hier im britischen Fund die wichtige Zone. Und beim britischen Fund, ich sehe gerade schon, ja, wohl unsere Facebook-Zuschauer, <laughs> die sind auf dem laufenden britisches Fund US-Dollar, heißt Cable, weil es in der Historie sozusagen, ähm, ja, <laughs> über ein Telefonkabel durch die See ähm, quasi hin und her geschoben wurde. Das ist die Historie. Ja, deshalb ein Kabel. Da liegt ein Kabel zwischen oder in der Tiefsee. Und damit wurde früher sozusagen das Fund verschoben. So, heute geht das anders. Ja, heute haben wir Internet. Das geht ein bisschen flotter. So, also hier an dieser Stelle, wie schon gesagt, schön der Aufwärtstrend nach oben hinlaufend. Ich raff das mal kurz in der Woche zusammen und wir sehen hier oben, dass das Level, was wir hier haben, irgendwo um die 1,34 bis 1,35, dieser große Schwungbereich hier, das ist ein ziemlich dicker Widerstandsbereich und da wird es jetzt sehr, 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 sehr interessant. Ich habe das sozusagen, ähm, ich muss sagen, hier oben an dieser Stelle, wenn wir da drüber laufen, ja, dann wird es sehr, sehr interessant für die Longseite. Warum wird es dann interessant? Dann wird es wirklich spannend, weil wir haben hier oben, guckt mal, was dort dann auf uns wartet. Hier der Verkaufsbereich und dort oben das Hoch. Das sind zwei Marker, die liegen deutlich höher. Wenn wir mal kurz schauen wollen, wo die liegen, da haben wir hier oben den Bereich über, äh, bei knapp 1,37 und hier oben das Hoch. Das haben wir bei 1,43 und liegen. Ja? Also. Da ist verdammt viel Luft nach oben. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend. Finden sich hier Käufer oder nicht? Ja? Und der Blick auf das Cable, das, auch das kündige ich heute schon mal wieder an. Möglicherweise für morgen früh, weil wir sind wieder in diesem Bereich hier oben und ich weiß, dass es da immer wieder zu Abprallern kommt. Sollte sich hier was entwickeln, schauen wir uns das morgen nochmal ganz genau an. Aber für den heutigen Handelstag wird es wichtig, dass wir uns jetzt nicht zwangsweise den Tag anschauen, sondern wir müssen uns hier untergeordnet das ganze Bild mal anschauen. Das heißt, ich klicke hier mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart, denn. Wir sehen hier den Markt nach oben laufen. Momentan der Aufwärtstrend absolut okay. Wenn wir es kleiner machen hier das Widerstandslevel. Wartet mal, ich mache das gleich mal hier in der rötlichen Farbe. So, zack, das, der Widerstand ist so wichtig, dass wir den zu so lassen. Wir sind schon mal oben reingelaufen, ne? Hier oben ja? knapp 1,34 haben wir schon gehabt. Ja? Bisschen drunter, aber wir sind oben reingelaufen. Was war das Hoch hier gewesen? Das war mal bei 1,33976. Ja? wenn wir hier weiter drüber laufen, das wäre genau das bullische Szenario oben reinzulaufen, ja, aber und das ist jetzt für das kurzfristige Trading wieder sehr sehr interessant, bitte auf die Lauer legen. Sollten wir hier oben Schwäche bekommen, dann gerne die Abpreisstrategien auf der Uhr zu haben, denn hier unten, ja, da haben wir ein paar schöne Anlaufmarker, wo wir durchlaufen können. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir tatsächlich rumdrehen? Ich skizziere das mal ganz kurz wie immer mit dem Zeichentool hier an dieser Stelle. Wir verlassen wir machen hier kein neueres, höheres Hoch, beziehungsweise aus jetziger Sicht würde das Ganze so ausschauen: einen Gegentrend zu machen. Ob der jetzt hier schon entsteht oder erst ein bisschen höher, das Bild ist das gleiche. Der Aufwärtstrend wird gebrochen, das ist der Start mal Gegenbewegung. Aus jetziger Sicht, ja. Kurse unter 1,32, 6,2, sprechen für einen Abwärtstrend. Anlaufpunkte hier die LOS, die wir drinnen liegen haben. Also die mittlerweile auch gut ersichtlichen Zwischenbereiche, die wir hier haben. Das heißt, an dieser Stelle genannt wäre das hier der Bereich um die 1.32.08 hier dieser kleine Drehbereich um die 1,31, naja, 75 bis 80 rum und dann mal auf alle Fälle dieses Level hier unten um die 1,31,1, ja. Das wären mal Marker, die wir unten drunter durch haben, die durchaus für eine korrektive Phase relevant sein könnten. Ich sehe gerade, die Kamera schneidet meinen Kopf ab, das ist nicht so nett. So, also, britisches Hund, US-Dollar hier, im Kurzfristbereich schöne Verordnung wie schon gesagt, da könnte sich etwas draus ergeben, das lege ich mir auf alle Fälle für morgen auch auf die Watchlist dort. Da wäre das durch, dann kommt der nächste Markt hier an dieser Stelle. Gold hatten wir wie schon gesagt, Euro-Britisches Pfund und US-Dollar-Kanadaler. -Dollar. Wir machen mal zuerst US-Dollar-Kanadaler, -Dollar, weil die Frage kam zuerst us dollar Kan-Dollar haben wir hier unten, auch hier. Der Markt ist sehr, sehr angeschlagen hier an dieser Stelle. Auch das Bild muss ich mal ein bisschen größer machen. Wir sind hier ähm, momentan unter einem wichtigen Schwungbereich drunter gelaufen. Ne? Wir sehen es hier im Tageschart oben die 1,338, der Deckel drauf und unten Moment hier muss ich mal dieses äh, grüne Feld wegnehmen und das hier rüberziehen. Hier unten das wäre der Bereich um die knapp 1,333. Das ist der große Schwungbereich. Also auch hier im US-Dollar, kann Dollar, haben wir eine schon seit sehr, sehr langer Zeit laufende Seitwärtsphase. Wir stehen jetzt wieder unten dran und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant. Wir sind verortet unten dran ähm, an diesem Unterstützungsbereich. Da kann es jederzeit wieder zu der sogenannten Aufbäum oder zur, zur Aufbäumung sozusagen kommen. Das heißt an dieser Stelle. Abprall nach oben gibt natürlich Chancen, dass wir zunächst mal vielleicht hier oben in dieses Hoch reinlaufen um die 1,31,74. Äh, das ist hier oben auch so ein Drehbereich, beziehungsweise im Kurzfristbereich hier oben ähm, dieses Verkaufslevel hier um die 1, was haben wir da? Knapp 31. Ja, das ist da. Aber, und für das Kurzfristige kommt jetzt wirklich das Aber. Fällt dieser Bereich? Wir haben es gestern im Gold gesehen, was an Supports passiert, wenn die plötzlich abverkaufen wird. Haben wir relativ schnell die Orientierung unten am Tief hier bei 1,29,28? Deswegen jetzt mal der Blick hier in den Stundenchart, dass wir sehen, und das ist nämlich das Battle um diese Unterstützung, die wir hier haben. Und wie schon gesagt, wir haben hier äh, mittlerweile. Wichtige Marken rausgenommen, das heißt die Marken, die ich meine, die skizziere ich mal hier ganz flott wieder rein. Also die Punkte, die jetzt hier sozusagen wichtig sind. Schaut mal hier, hat es gehalten, ging es nach oben, hat gehalten, ging es nach oben, jetzt hat es nicht gehalten. Also hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, der Abverkauf ist da und wenn wir es jetzt nicht schaffen, oben drüber zu schnappen, dann geht der Abverkauf hier aus charttechnischer Sicht weiter und das bedeutet, dass wir uns auf die Unterseite orientieren können und mit Blick sozusagen, also wie schon gesagt, sollten wir nicht hier oben über das Zwischenhoch drüber laufen die 130, 53, 54, ja, dann ist das tatsächlich der Fortgang des Ganzen hier nach unten und dann können wir uns zur Unterseite orientieren und wenn wir uns mal anschauen wollen, wo wir dahin laufen können hier an dieser Stelle.

Da haben wir es. Also, hier unten, dieses Level ist da sehr, sehr wichtig. Das ist die Marke um die 1,29,85 und dann das Jahrestief da unten um die Marke von 1,28, also 1,29,28. Der Weg ist da nach unten frei. Das ist durchaus interessant, wenn wir hier den Druck unten reinbekommen. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn der Markt doch im Supportbereich wieder nach oben schnellt, erst einmal hier die 1,30,53, das ist wichtig. Und wenn wir uns das anlaufen, wo es hier kurzfristig nach oben gehen kann, müssen wir uns nochmal in den 5 Minuten rein reinschalten sozusagen. Ähm, denn dann haben wir die Level hier, die für uns jetzt an dieser Stelle wichtig werden und zwar das sind die swing Highs, die wir hier ganz grob drin liegen haben und das sind hier die Marker ich skizziere es einfach mal ganz kurz ist wieder auch hochinteressant zu sehen wo die anhalten hier das sind die level um die 1 30 66 ja? dann hier das hoch um die 1 30, 76 auch hier der Schwungbereich wie wir ihn sehen und dann oben das Zwischenhoch hoch knapp unter dem Widerstand hier oben bei 1,30,87. Das hier für eine mögliche Gegenbewegung auf dem Schub, wenn der Stundenchart die Richtung nach unten vorgibt. So, und damit gehen wir in den letzten Wunschmarkt für heute rein. Und zwar Euro-Britisches Pfund. Äh, und damit ist das durch. <laughs> die Elena schreibt noch, wir warten auf den Stollen. Ja. Der Stollen kommt, ja, skalt ja die Wette hier mit dem DAX, wer das nicht gesehen hat, der guckt einfach mal auf mein Facebook-Profil oder auf meinen YouTube-Kanal, da ist das Video noch mit drinnen, um die Wette, das war eine sehr, sehr lustige Geschichte, ich habe gestern mit dem Lutz telefoniert, der Stollen ist unterwegs und wenn ich ihn da habe zur Weihnachtszeit, lasse ich mir den wirklich schmecken, das passt, also, ich bin Stollenlong. <laughs> Passt. Sehr schön. Wir machen weiter mit dem letzten Währungspaar für heute und zwar der Blick in euro britisches Pfund. Ne? Zwischen Europa und den Briten wird es ja auch sehr, sehr spannend. Ich sag mal, Thema Handelsabkommen. Ne? Mal gucken, wie das ausgeht. Auf alle Fälle, wir sehen, dass der Markt hier kurzfristig ordentlich unter Druck ist im Tageschart. Auch sehr, sehr interessante Verortung. Hier Unterstützungsbereich. Und hier gilt momentan genau das Gleiche, äh, was ich äh, vorhin gesagt habe äh, zum Thema der Unterstützungen. Thema Unterstützung bedeutet, fällt diese Unterstützung weg, dann wird's es duster. Dann ist der Weg nach unten da. Ich muss hier oben bloß mal ein bisschen aufräumen. Dann ist nämlich der Weg nach unten frei. Und der freie Weg nach unten, der bringt uns dann in die Zonen rein. Hier. Zwischentiefs, die wir hier haben, ne? Das Level das Drehlevel hier unten um die 188 188 1 rum und dann das tiefere Auffanglevel um die 1, äh, um die 086 90. Da ist der Weg nach unten offen. Bitte das genau auf der Uhr behalten. Denn das, was wir hier sehen, ist sehr, sehr wichtig. Und hier gehen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Und hier sehen wir, der gesamte Markt läuft in einem Abwärtstrend nach unten. Wir sind jetzt unten drunter dran. Mich würde es hier rein aus der Erfahrung heraus nicht wundern, wenn wir hier unten, bezogen auf diesen Abwärtstrend, nochmal eine Korrektur bekommen und dann den Bruch vollziehen. Wie ich schon gesagt wichtig an dieser Stelle ist es, wenn der Bruch hier kommt, wir haben unter diesem Support Luft. Und immer dann, wenn wir deutlich Luft unter den Support-Leveln haben, dann ist die Chance gegeben, für die Short Trades hier deutlich tiefer reinzulaufen. Und wir sehen es, wenn dieser Unterstützungsbereich dann plötzlich zu einem Widerstand wird, dann ist einfach dort keiner mal da, der kaufen möchte. Und das macht den Weg frei nach unten. Wie schon gesagt, die Anlauflevel hier, dieser kleine Bereich hier, den wir hier drüben haben, um die 08804. Beziehungsweise dann der größere Supportbereich bei, naja, grob kann man sagen, 86,9 bis 87 britische Pfund, also Euro, im Euro-britischen Pfund zoom also 086,9 bis 087. So, das dazu, das passt. Ähm, und damit haben wir das hier mit da. Hier habe ich noch eine kleine Sache aus ähm, Zoom. Mike bitte dein Bild etwas versetzen. Ich kann damit jetzt relativ wenig anfangen, welches Bild stört. Ähm, da wäre es nett, wenn ich dort einfach noch mal kurz eine Information bekomme. Ähm, das hilft mir so ein bisschen sozusagen ähm, den äh, ja, Zoom weiter zu verbessern. Wenn gewollt wird, bitte äh, an info@ investorschule.de einfach meine Mail schreiben. Dann kann ich mich darum kümmern. Danke übrigens aber auch für die Rückmeldung an dieser Stelle. Gut, dann sind wir für heute hier durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, bis morgen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Und morgen früh, 8.30 Uhr, geht es weiter mit dem Blick in die Märkte. Danke und tschüss. Bis morgen.